Hallo, grüß euch, servus und herzlich willkommen in Joe's Vapezone. Heute geht es bei mir um ein Liquid, um das Nasty Juice. Wie ihr hört, ich bin ein bisschen verkühlt und krank. Bin nicht der Fitteste gerade im Moment, aber ich wollte das Video trotzdem machen, weil ich es auch angekündigt habe. Es wird sicher ein kurzes Video, es wird kein langes, aber ich sage euch kurz meine Meinung über das Liquid. Ich mag es nämlich wirklich gut. Das Liquid ist, heißt, der Name nochmal, ist das Nasty Juice und das Modell eigentlich, sage ich jetzt einmal, oder der Geschmack, besser gesagt, Modell, was für ein Modell? Ist ja kein Modellbahn, also der Geschmack ist das Asap Grape, also wie der Name schon sagt, Grape. Ist Traube. Sie geben den Geschmack an als dunkle Traube mit Beeren und mit einer leichten Frische. Drum haben sie auch den Zusatz Low Mint dabei. Bei Mint bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil eigentlich Mint für mich Minze oder Menthol heißt und ich mag kein Menthol. Aber da ist es wirklich nur für Frische da, man schmeckt nichts von Menthol. Sie kommt wirklich sehr spät im Nachgang, also nur sehr dezent. Jetzt nicht zum Vergleichen mit zum Beispiel einem Fantasy Liquid, mit Eis schon gar nicht, weil Eis ist ja ganz Mörder in der Frische. Aber auch die normalen Fantasy Liquids sind sehr, sehr frisch. Ich mag die Frische, aber ich kann es nicht andauernd dampfen. Hier bei dem ist es wirklich ganz dezent, ganz leicht und meiner Meinung nach ist es ist ein All Day Liquid. Für mich. Aber dampfen wir nochmal. Auch der Geschmack von der Traube ist eigentlich sehr dezent. Und die Beeren, es ist ein bisschen, wie der Name nochmal sagt, dunkle Traube mit einer Mischung von Beeren. Ich finde diese Kombination ist genial. Ja, also ich finde das ganze Liquid genial. Also meiner Meinung nach, ich will jetzt, jeder Geschmack ist unterschiedlich, jeder Geschmack ist anders. Ach, Entschuldigung, mir tut das echt, also wenn dann die Nase ist komplett zu, ich will gar nicht wissen, wie ich mich beim Reden anhöre. Sicher komplett nasig. Nasig, das ist ja auch sein Ausdruck. Okay, nochmal zum Liquid zurück. Also ich finde diese Kombination echt genial. Also ich finde es echt im Burgenland, sagen wir mal, leibend. Ich finde es echt leibend. Also ich mag sie wirklich sehr. Das ist auch so ein Ausdruck, was ich oft sage. Ich mag sie wirklich, weil ich mag ihn wirklich sehr. Ja, das ist einfach so ein paar Wörter, was ich oft benutze. Aber das Liquid, nochmal zurück zum Liquid. Meine Meinung und mein Geschmack ist, für mich ist es ein All Day Liquid, weil die Frische eben nur sehr dezent im Abgang ist. Und die Kombination zwischen dunklen Beeren, dunklen Trauben und Beeren passt für mich wirklich super. Es ist nicht zu süß, es hat eine Süße dabei, aber nicht zu sehr. Es ist nicht zu viel Sweetener drin. Und ich dampfe jetzt in mein Omir Wasp Nano. Entschuldigung, das Aufziehen, ich bin wirklich komplett zu. Ich finde den vom Geschmack her wirklich sehr gut. Mich wundert es, dass ich noch was schmecke, weil meine Nase so zu ist, aber Geschmacksnerven ist eigentlich nichts betroffen, also minimalst nur. Den Omi Wasp Nano koste ich oder dampfe ich sehr gern die ersten Liquids, weil ich ihn vom Geschmack her sehr gut finde. Oder auch mit dem Peelers, mit dem RDA, mag ich auch sehr, ja. So, ich will jetzt noch kurz was ankündigen. Werde ich dann in meinem nächsten Video genauer drauf eingehen, aber es ist Weihnachten. Und was macht man zu Weihnachten? Ich verschenke gern was. Und das habe ich jetzt eigentlich auch vor. Ich will jetzt auch was verschenken. Und das Ganze ist die Nudge Box von, was ist die, von Votofo, oh mein Gott, von Votofo die Nudge Box. Es ist ein mechanischer Akkuträger, aber das Gute daran ist, er ist mit einer Sicherung. Ja, aber ich gehe dann in meinem nächsten Video etwas genauer drauf ein, zeige ich euch natürlich, was ihr machen müsst, dass ihr den im Prinzip gewinnen könnt. Ja, und ich lasse das dann eine Woche circa lang laufen und dann sehen wir, dann losen wir das aus und dann sehen wir, wer gewonnen hat, wer das Weihnachtsgeschenk von mir heuer bekommt. So, ich muss auch schlucken so oft, also ich bin so zu im Hals, also in der Nase und das wirkt sich bei mir alles, tut mir so leid, aber ich wollte das Video einfach raushauen. So, dampfen wir noch einmal.
So, also mein Abschlussfazit ist nochmal, wie ich am Anfang schon gesagt, ich mag das Liquid, ich finde es sehr gut. Von mir eine, kann man sagen, wer Beeren mag, wer Traubenliquids mag, wer Grape Liquids mag, eine Empfehlung raus von mir, weil ich bin mir sicher, dass schmeckt einen, ja, wenn man Grape und Beeren mag, diese Kombination ist sehr gut, passt sehr gut und die leichte Minze, die leichte Frische im Abgang ist echt gut, ja. So, was wollte ich noch sagen, wollte ich noch was zeigen, ich habe mir da noch ein paar Sachen hergestellt. Ah ja, genau, das wird mein neuer Platz, der Kasten kommt weg, Schreibtisch her und das wird dann mein neuer Aufnahmeplatz, ja. Und da machen wir das dann in Zukunft, der Kasten kommt noch weg und dann haue ich mich daher und mache da meine Videos. So, das war es jetzt eigentlich von mir. Gell? Ich zeige euch das Liquid nochmal ganz kurz. Es ist von Nasty Juice. Der Geschmack heißt ASAP Grab. Mit Low Mint, also mit einer leichten Frische im Abgang. Gut, wenn euch mein kurzes Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Sehe ich immer wieder gern. Ich freue mich echt sehr über jedes Gefällt mir. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, oder wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch meinen Kanal und dann sehen wir uns wieder. Und wie gesagt, im nächsten Video, Nudgebox Mod, sage ich euch, was ihr machen müsst, wie lange es läuft, bis ihr das Weihnachtsgeschenk von mir bekommen könnt. Ja? Noch einmal ein gesicherter, ein mechanischer Akkuträger mit einer Sicherung. Aber das zeige ich euch im nächsten Video. Ja? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Joe aus Joes Webzone.